gestehen also, dass Sie unter der Führung eines russischen Agenten Ihren befehlshabenden Offizier erschossen haben, richtig? Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt. Von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kasparov ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet haben. Bring ihn rein. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht! Er ist ein Mörder! Sie haben das Video doch gesehen! Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch! Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren! Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nahe am Feuer, aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bombe. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wir alle. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben schon eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist doch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden! Am 14. dieses Monats! Ihr getragt von Paris, New York! Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Soleiman wird zuschlagen! Der Fahrplan, den wir gefunden haben. Aha. Welche Uhrzeit stand da? 6:02. Warum? Dave, vertraust du mir? Oh ja. Okay. Tu, was ich tue. Eine Knarre. Ist auch eine Knarre. Warum hat denn der blöde Fettsack im Anzug keine Knarre? Das ist ein Agent. Guter Sprung. Hab schon wehgetan. Hamson, Hamson! Der Zug kommt! Schon gut getan, den Arsch im Anzug platt zu machen. Spring auf den Scheiß zu, Brad! Du hast nur eine Chance, los! Warte. Was häng ich fest? Ist das geil, man kann nicht rechts an dem Auto vorbeilaufen. Ah, das sind wir am Anfang. Hier kommt der Sachen näher.
Aber nicht. Das ist eine Kackwaffe. Ja, mittlerweile kenne ich das Spiel schon. Ich drücke immer wie ein Irre bei so Momenten Leertaste E und beide Maustasten. Die hat mir durchschlagen. Eine deutsche Hector Koch MP7 ist zwar eine sehr geile Waffe, wenn es um die Schutzwesten zu durchdringen, aber nicht bei solchen Feuergefechten. Gleich eine neue Waffe. Das ist aber eine Menge Sprengstoff. Ich hab doch die Maustaste gedrückt gehabt. Och ja, ist doch klar. Das ist doch wieder typisch Battlefield 3. Eine Millisekunde hat man die Chance, die Maustaste zu drücken. Wenn man die nicht schon in dem Moment gedrückt hat, zufällig, hat man schon wieder verkackt. Ich habe die Maus ja übrigens nämlich gedrückt gehabt. Ich habe die scheiß Maustaste gedrückt. Das ist so frustrierend in dem Spiel. Das ist so schlecht nämlich geskriptet in dem Moment. Da ist Call of Duty halt doch deutlich besser. Das gibt einem wenigstens so gefühlt 5 Sekunden Zeit, Millisekunden, die richtige Taste zu drücken. Ich hab doch die Maus gedrückt! Ah! Ich hatte doch die Leertaste gedrückt. Ach, das ist doch zum Kotzen mit dem Spiel.
Wie ihr vielleicht sogar gehört habt, habe ich nämlich E und Leertaste schon auf Verdacht gehämmert gehabt, weil ich das Spiel ja mittlerweile kenne. Das gibt wieder so einen endlosen Gummifurz. Das ist so sinnlos. Das Programmierer mit aller Gewalt irgendwas durchskripten, ist ja okay. Aber wenn sie es nicht gescheit hinkriegen, von der Tasteneingabe, dann ist das einfach nur extrem frustrierend. Sie sind gut, Soldat. So ganz denn gut. Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Was ist mit Ihnen? Hä? Vielleicht könnten wir vielleicht einfach drüber diskutieren. Handgranaten wäre geil. Jetzt auf die Waffe, die Kette!